Also Benzin im Blut, mein Ehering ist aus einer VA-Mutter gefertigt. Also hier ist Herzblut. Ja? Hallo Armin! Hi Carsten, grüß dich! Ich freue mich, dass du schon da bist! Mega! Ich habe mich schon mal warm gefahren. Zack! Willkommen bei Schmidt Automobile. Grüß dich Carsten, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, herzlich willkommen zu Schmidt Automobile, die nächste Folge von Wie Präsenz Unternehmen vor Ort, hier in Vechelde bei Schmidt Automobile. Ja, Mensch Carsten, was ist denn das Besondere an Schmidt Automobile? Was macht euch zu einer besonderen Werkstatt? Ja, das Besondere bei uns, würde ich mal sagen, ist, dass wir ja unseren Job mit Herz machen. Und das empfehle ich auch jedem, der sich in der Zukunft mal selbstständig machen will. Mach es mit Herz und dann funktioniert es auch. Mhm. Wir bieten hier unseren Kunden einen 360-Grad-Service. Also angefangen vom schnellen Leuchtmittelersatz zwischendurch oder eine Motorölkontrolle. Natürlich Verschleiß- und Reparaturarbeiten bis hin zur qualifizierten Getriebeinstandsetzung oder auch die Diagnose von elektrischen Problemen an modernen Fahrzeugen. Wie lange seid ihr jetzt eigentlich hier in Vechelde? Ja, die Zeit vergeht. Jetzt sind mittlerweile schon 3,5 Jahre vergangen seit unserer Eröffnung. Und obwohl wir hier auch mit Mitbewerbern einen neuen Standort dazu geschaffen haben, haben wir von Anfang an sehr gute Umsätze erzielt und uns jedes Jahr gesteigert, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Nun hast du ja auch zu mir gesagt, du hast dir hier einen Traum erfüllt, ne? Eine neue Werkstatt, auch mit allem Neuen quasi. Und du hast jetzt nochmal richtig Geld in die Hand genommen und hast investiert ins Thema Digitalisierung. Magst du da mal kurz was zu erzählen, was du ja, da umgesetzt hast? Sehr gerne. Also man muss wissen, ich bin seit über 30 Jahren selbstständig und ich habe viele Jahre in prekären Umständen arbeiten müssen, ohne Licht, ohne Heizung, unter schwierigen Bedingungen. Und jetzt habe ich mir mit dieser Werkstatt den Traum erfüllt und einen Arbeitsplatz geschaffen, mit Fußbodenheizung, mit LED-Beleuchtung und mit einem Equipment, wo wir alle Arbeiten hochqualifiziert ausführen können. Wir haben alle Schränke, alle Werkzeugkisten sind beschriftet, hier herrscht Ordnung. Und da passe ich auch jeden Tag drauf auf. Das kommt einmal den Mitarbeitern zugute, weil sie einen sauberen, schönen Arbeitsplatz haben und auch dem Kunden, selbstverständlich, weil hier wird nichts gesucht. Hier ist es ein Griff und jeder hat das richtige Werkzeug, das richtige Material zur Verfügung, sodass die Zeiten für die Arbeiten, die wir in Ihrem Auto durchführen, dann auch stimmen. Und du hast jetzt ja durch die Digitalisierung deine Prozesse optimiert, ne? Also die Arbeitsabläufe sind schlanker geworden oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das genau jetzt ab bei dir? Ja, das ist natürlich ein Thema. Ich bin ja nicht in der digitalen Welt groß geworden. Ne? Wie man an meinem Schreibtisch später nochmal sehen kann, ist mein Zentrum immer noch auf dem Papier. Insofern habe ich mich am Anfang schwer getan, diese Investitionen zu tätigen. Aber wir merken jetzt umso mehr, seitdem es im Betrieb ist, was uns das für Vorteile bringt. Ne? Mhm. Es ist erstmal in der Kundenannahme so, dass wir die Fahrzeugdaten und Halterdaten, die Telefonnummer auch und so weiter, in einer kurzen Zeit schnell in der EDV gespeichert haben, was es möglich macht, den Auftrag digital anzunehmen und alle Fragen und Rückfragen und Wünsche vom Kunden gleich hier ablegen können, abspeichern können. Und da gibt es dann nun keine Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Monteuren und unseren Damen und mir im Büro, weil alles lesbar ist, alles nachvollziehbar ist und Rückfragen und Fehler dadurch vermieden werden können. Und jeder Arbeitsplatz der Monteure hat ja auch einen eigenen PC, ist auch selbstständig dort am Arbeiten. Wie wirkt sich das auf die alltägliche Arbeit von den Monteuren dann letztendlich aus? Ja, also auch im Arbeitsablauf? Das ist eine unglaubliche Überraschung, die mich da eingeholt hat, mit der ich auch gar nicht gerechnet hatte, dass das Vorteile bringt, natürlich. Deshalb habe ich diese 20.000 Euro auch investiert, ne? Also auch in Hardware sowie Software, die wir hier installieren mussten, aber auch in Schulungen der Mitarbeiter. Ne? Mhm. Also der Ablauf ist so, der Kunde hat das hier angenommen, der Monteur holt sich die Arbeitskarte, den Auftrag und kann dann über den Server auf unser Programm zugreifen, sich den Auftrag aufrufen. Er kann über einen Arbeitszeitenscanner
den Start der Arbeit auslösen und seine Zusatzarbeiten oder Bemerkungen für den Kunden gleich in den Auftrag eingeben. Und ich habe dann festgestellt, dass das meinen Jungs richtig Spaß macht. Mhm. Ja, das ist mal eine Abwechslung. Ich muss nicht nur eine Bremse zerlegen und zusammensammeln oder einen Motor, sondern sie haben zwischen der Arbeitszeit auch die Möglichkeit, dann mal am PC eine Arbeit zu übernehmen, die uns hier im Büro entlastet, was auch wichtig ist. Ne? Aber der Monteur übernimmt auch mehr Verantwortung. Jetzt ist ja so, der ganze Automarkt ist im Umschwung, ne? Also alles dreht sich Richtung Elektromobilität. Wie willst du dich da aufstellen für die Zukunft, Carsten? Ja, ich würde gerne noch mal kurz zu dem Thema Mitarbeiter kommen. Ne? Es ist nun wirklich ein Fachkräftemangel, der auch Kfz-Werkstätten betrifft. Ne, ich hatte schon erwähnt, wir haben jetzt hier Arbeitsbedingungen geschaffen, die vom Allerfeinsten sind. Ne, und trotzdem haben wir Schwierigkeiten gehabt, jetzt noch einen dritten Gesellen dazu zu bekommen. Mhm. Ne. Deshalb bilde ich auch selber aus. Mhm. Ne, wir haben jetzt einen Auszubildenden, der ist im zweiten Lehrjahr, hat gerade seine Prüfung bestanden. Und wir werden auch weiterhin ausbilden. Das müssen Handwerksbetriebe machen, damit wir auch in Zukunft genug Fachkräfte haben. Mhm. Ja, und meine Message an junge Menschen, die noch nicht wissen, was sie in ihrem Leben werden wollen. Ich weiß, wie schwierig das ist, sich für einen Beruf zu entscheiden. Aber der Kraftfahrzeugmechaniker, das ist wirklich ein interessanter Beruf. Der ist nicht nur schmutzig. Ne? Wir haben mit Digitalisierung zu tun, man muss viel Diagnosearbeiten machen. Ich kann euch nur sagen, Jungs, Kfz-Mechatroniker ist ein toller Beruf. So, wenn ich mit meiner Aussage euer Interesse geweckt habe, bewerbt euch bei uns. Wir sind hier nette Leute, es macht Spaß, ihr könnt viel lernen. Ich kann euch nur sagen, ruft an. Es ist ein tolles Team, es ist familiär, wir haben ja, viel Freude, viel Spaß und ich komme jeden Tag gerne hierher. Ich kann immer zu meinem Chef gehen, hat immer ein offenes Ohr. Ja, das ist das Geile, dass wir auch unsere Freizeit miteinander verbringen inzwischen. Werkzeugtechnisch ist das ja auch alles super, also wir haben alles so, was das Herz begehrt. An Jungs und Mädels da draußen, ich kann euch den Betrieb nur als Ausbildungsplatz empfehlen. Man wird hier super eingebunden von den Kollegen und von den Gesellen. Es macht super Spaß, hier mit den Leuten was Neues auf die Beine zu stellen. Dieses Arbeitsklima, was unser Chef uns hier geschaffen hat, ist einfach grandios. Deswegen bin und bleibe ich für immer hier. Jungs und Mädels da draußen, ihr habt es gehört, bei Carsten findet ihr einen tollen Arbeitgeber und ein nettes Arbeitsumfeld. Jetzt liegt es an euch, da unten seht ihr dann die Bewerbungsdaten. Okay, wie geht es in Zukunft weiter in den Bereichen Elektromobilität? Beziehungsweise, du darfst ja Stand jetzt noch nicht an E-Autos rumschrauben, stimmt's? Ja, das stimmt. Mhm. Ne? Also kurz, als ich angefangen habe, an Autos zu reparieren, kam natürlich die Leidenschaft mit Motorrädern und alten Fahrzeugen. Wir können nachher nochmal auf einer Tafel gucken, welche Fahrzeuge wir früher repariert haben und gefahren haben. Ne? Also Benzin im Blut, mein E-Ring ist aus einer VA-Mutter gefertigt. Also hier ist Herzblut. Ja? Insofern liebe ich meinen Beruf und ich stecke meine Mitarbeiter auch an. Ne? Und mein nächstes Motto ist auch, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Deshalb schließe ich auch nicht irgendwann ab, sondern gucke auch in die Zukunft. Und das ist unser nächstes Thema, E-Mobilität. Wenn die Umsätze in diesem Bereich für freie Werkstätten auch nicht so gut sein werden, aus verschiedenen Gründen, können wir später vielleicht nochmal drüber reden. Aber die Qualifikation der Mitarbeiter und die technische Ausrüstung für Hybrid- und E-Fahrzeuge, das ist unser nächstes Thema. Alles klar. Mensch Carsten, jetzt dachte ich, ich besuche dich in der Werkstatt hier und jetzt sitzen wir auf einmal hier im Sand, mitten in Vechelde. Was ist das hier? Was hat das auf sich? Wir sind immer für eine Überraschung gut. Es war ja nun geplant, dass wir hier eine neue Mehrmarkenwerkstatt entstehen lassen. Und im Zuge der Entwicklung haben wir gemerkt, dass wir während der Bauzeit und auch mit unserem erfolgreichen Werkstattbetrieb am Wochenende nicht mehr mit unserem Foodtruck das Geschäft weiter betreiben können. Aus verschiedenen Gründen, zu wenig Personal und wir beide schaffen es alleine nicht mehr. Ne? Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir verändern das. Wir haben hier schöne Räumlichkeiten geschaffen, wo meine Frau außer Haus und auch vor Ort authentisches Thai-Food präsentiert. Und auch selbst handgemachte Burger mit frisch gebackenen Brötchen, frisch gewolftem Fleisch, also wirklich gute Produkte. Und unseren Wein- und Biergarten haben wir jetzt hier so hergerichtet, dass hier auch Familien mit Kindern gern willkommen sind.
sodass wir hoffen, dass wir zumindest in den Sommermonaten hier viele Leute bewirten können und dass die sich hier auch wohlfühlen können. So, schön, dass er uns besucht hat. Es war uns eine große Freude, dass wir uns hier vorstellen konnten und unsere Mitarbeiter ihr Statement geben konnten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Tschüss.